Es war einmal ein Wald, in dem nur Tiere lebten und keine Menschen kamen je dort vorbei. Obwohl sie alle sehr unterschiedlich waren, lebten die Tiere alle in Frieden miteinander. Sie alle hatten verschiedene Charakterzüge. Der Affe zum Beispiel war der Frechste. Das Eichhörnchen war ängstlich. Der Löwe war mutig. Die Gazelle war schnell. Die Schildkröte war langsam. Der Fuchs war schlau. Und die Bienen waren fleißig. Die einzige, die niemand im Wald leiden konnte, war die arrogante Krähe. Die Krähe teilte ihr Essen mit niemandem. Manchmal stahl sie sogar das Essen der anderen Tiere und flog damit davon. Die anderen Tiere beschwerten sich über die arrogante Krähe und sagten, jemand sollte ihr eine Lektion erteilen. Der schlaue Fuchs hatte eine Idee und sagte zu seinen Freunden: Überlasst die Krähe mir, ich werde ihr eine Lektion erteilen, dann wird sie nicht mehr so arrogant und selbstsüchtig sein. Eines Tages flog die Krähe mal wieder in die Stadt, um nach Essen zu suchen. Sie kam zurück in den Wald und trug ein großes Stück Käse im Schnabel. Sie setzte sich auf einen Ast und begann, den Käse zu essen. Aus der Nähe beobachtete sie der Fuchs und er beschloss, dass er versuchen würde, der Krähe den Käse abzuluxen. Er lief unter den Baum, auf dem die Krähe saß. Die Krähe pickte ungestört kleine Häppchen aus ihrem Stück Käse. Hallo, liebe Krähe! Was isst du denn da? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sie nennen es Käse. Die Menschen essen das. Ich frage mich, wie das wohl schmeckt. Darf ich mal probieren? Auf keinen Fall. Hast du eine Ahnung, wie weit ich für diesen Käse fliegen musste? Na und? Eines Tages werde ich mein Essen auch mit dir teilen. Was soll ich denn mit deinem gewöhnlichen Essen? Dieser Käse ist sehr besonders. Den findet man nicht so einfach. Was auch immer er sagte, der Fuchs konnte die Krähe nicht dazu bringen, ihr Essen zu teilen. Der Fuchs war schlau, aber die Krähe war auch nicht von gestern. Also überlegte der Fuchs sich einen anderen Plan. Okay, iss deinen Käse. Ich will ihn gar nicht. Aber lass mich wenigstens zu dir hochkommen und mir diesen besonderen Käse ansehen. Als der Fuchs begann, den Baum heraufzuklettern, nahm die Krähe ihren Käse eilig in den Schnabel und flog zu einem anderen Baum. Der Fuchs folgte ihr unter diesen Baum und sah von unten herauf. Aber die Krähe dachte gar nicht daran, ihren Käse mit ihm zu teilen. Der Fuchs dachte nach und hatte eine neue Idee. Was sind die größten Schwächen der Krähe? Sie ist selbstverliebt und arrogant. Vielleicht sollte ich davon Gebrauch machen, um den Käse zu bekommen. Meine Liebe, weißt du, warum ich wirklich zu dir gekommen bin? Damit der Käse nicht aus ihrem Schnabel fiel, fragte die Krähe mit vollem Mund: Warum? Ich habe gehört, dass du die beste Sängerin im Wald bist. Angeblich, wenn du singst, hören dir alle Tiere voller Staunen zu. Als die Krähe dies hörte, pluderte sich auf und sah sehr zufrieden mit sich selbst aus. Sing mir doch ein Lied, damit ich deine wunderschöne Stimme hören und meinen Freunden davon erzählen kann. Endlich hatte der Fuchs die Schwachstelle der Krähe gefunden. Und als die selbstverliebte Krähe ihren Schnabel öffnete, um zu singen, fiel der Käse aus ihrem Schnabel. Und natürlich war der Fuchs sofort da, um ihn zu fangen. Die Krähe blieb reglos stehen. Oh, na schau an, dein wertvoller Käse ist in meinen Mund gefallen. Wegen ihrer Arroganz und Selbstverliebtheit hatte die Krähe ihr Essen an den Fuchs verloren. Also, was lernen wir daraus? Du solltest dich nicht besser finden als alle anderen. Du solltest nicht herumlaufen und sagen, ich bin die Beste. Und vergiss nicht, es gibt immer andere, die schlauer sind als du. Als er seinen Satz beendet hatte, lief der Fuchs in den Wald und die Krähe blieb allein zurück.
Von diesem Tag an war die Krähe nicht mehr arrogant und selbstverliebt. Sie war zu allen anderen Tieren freundlich und teilte das Essen mit ihnen, das sie aus der Stadt herbeibrachte. Es war einmal ein selbstverliebter und frecher Fuchs, der im Wald lebte. Weil er ständig allen anderen Tieren Streiche spielte, konnte ihn niemand leiden. Keiner wollte mit ihm befreundet sein. Weil er sich ausgeschlossen fühlte, zog der Fuchs in eine Höhle am Rande des Waldes. Eines Tages kam eine Storchendame vorbei, die aus einer kälteren Gegend geflogen kam. Der Fuchs freute sich sehr, endlich einen Freund gefunden zu haben. Er lief sofort zu ihr herüber. Willkommen, lieber Storch. Sollen wir Freunde sein? Natürlich. Aber bist du nicht der freche Fuchs? Wie kann ich dir vertrauen? Oh, natürlich kannst du das. Ich habe hier keine Freunde, aber ich denke, wir könnten beste Freunde werden. Nach kurzer Zeit, weil er es satt war, immer alleine zu essen, lud der Fuchs die Storchendame zum Abendessen in seine Höhle ein. Sie freute sich sehr über die Einladung und trat in die Höhle des Fuchses ein. Die Suppe, die der Fuchs gekocht hatte, roch herrlich. Der Fuchs deckte den Tisch und goss die Suppe in zwei große Teller. Die Storchendame setzte sich an den Tisch und der Fuchs setzte sich gegenüber. Bon Appetit! Ich hoffe, dir schmeckt meine Suppe. Der Fuchs aß seine Suppe voller Genuss von dem großen Teller. Aber die Storchendame wusste nicht, wie sie aus diesem Teller essen sollte. Obwohl sie mit ihrem Schnabel in den Teller reichen konnte, konnte sie nur ein oder zwei Reiskörner aufpicken. Und in der Zeit, in der sie nur ein paar Reiskörner gegessen hatte, hatte der Fuchs seine ganze Suppe verputzt. Die Storchendame war sehr enttäuscht, da sie den Fuchs sehr unaufmerksam fand. Aber weil sie sein Gast war, sagte sie nichts. Ich sollte mich auf den Weg machen. Danke für das Abendessen, mein Freund. Aber du hast doch gar nicht aufgegessen. Schmeckt es dir nicht? Na gut, dann esse ich deine Suppe auch. Und als die Storchendame auf dem Weg nach draußen war, hatte der Fuchs schon begonnen, von ihrem Teller zu essen. Traurig lief sie nach Hause. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil sie so hungrig und enttäuscht von ihrem Freund war. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Tiere. Das muss der Fuchs verstehen und akzeptieren. Aber wie? Sie dachte lange nach und dann hatte sie eine Idee. Sie würde dem Fuchs eine Lektion erteilen. Am nächsten Morgen lief sie herüber zum Fuchs und lud ihn zu sich zum Abendessen ein. Der Fuchs freute sich sehr über diese Einladung. Vielen Dank, Frau Nachbarin. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Als sie das Essen vorbereitet hatte, holte die Storchendame zwei lange, enge Flaschen hervor. Eine für sich und eine für den Fuchs. Sie kochte Reis für sie beide und deckte dann den Tisch. Sie füllte auch das Wasser in eine lange, enge Flasche. Nach kurzer Zeit kam der Fuchs bei ihr an. Ich bin sehr hungrig. Lass uns sofort essen. Die beiden setzten sich an den Tisch. Na dann, guten Appetit! Der Fuchs versuchte, aus der Flasche zu essen, aber es gelang ihm nicht. Er konnte noch nicht einmal das Wasser trinken. Die Storchendame aber reichte mit ihrem langen Schnabel in die Flasche und aß den Reis voller Genuss. Während der Fuchs noch versuchte, mit einer Gabel etwas Reis aus der Flasche zu fischen, hatte sie ihr Essen bereits aufgegessen. Als sie den Fuchs mit der Gabel hantieren sah, fragte sie: Oh, mein Freund, du isst ja gar nichts. Schmeckt es dir nicht? Wenn ich essen könnte, würde ich es vielleicht mögen. Diese Flasche ist nichts für mich. Mit deinem langen Schnabel kommst du da rein, ich aber nicht. Die Storchendame hatte diese Antwort erwartet. Oh, mein lieber Fuchs, erinnerst du dich, als ich letztes Mal hungrig deine Höhle verlassen habe? Weil du Teller auf dem Tisch hattest, aus denen ich nicht essen konnte.
Da erkannte der Fuchs seinen Fehler. Es tat ihm sehr leid, dass er seiner Freundin das Essen in diesem Teller serviert hatte und sie daraus nicht essen konnte. Das tut mir so leid. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass du von meinen Tellern nicht essen kannst. Schon in Ordnung. Wenigstens siehst du deinen Fehler ein. Wir müssen lernen, unsere Unterschiede zu respektieren. Die Storchendame holte einen Teller hervor, von dem der Fuchs essen konnte, und bereitete sein Essen darin zu. Dem Fuchs schmeckte das Essen sehr. Als es Zeit war zu gehen, hatte der Fuchs eine Idee. Hey, Storch! Lass mich eine deiner Flaschen mit nach Hause nehmen. Wenn du mich besuchen kommst, kannst du dann daraus essen. Na, man nennt dich nicht umsonst den schlauen Fuchs. Wenn du deine Schlauheit öfter für nette Dinge wie dieses nutzen würdest, wären du und deine Freunde viel glücklicher. Der Fuchs und die Storchendame lachten herzhaft. Ein paar Monate waren vergangen. Bevor sie in wärmere Gefilde loszog, kam die Storchendame beim Fuchs vorbei, um sich zu verabschieden. Als er wieder alleine war, ging der Fuchs zurück in den Wald. Und er vergaß die Worte seiner Storchenfreundin nie. Er war nie wieder selbstsüchtig und er freundete sich mit allen anderen Tieren an.